Ich bin mitten in Asiens größtem Slum in Mumbai. In diesem Gewusel aus Hütten und Gassen komme ich mir vor wie ein Fremdkörper. Muss mich erstmal daran gewöhnen, dass mich alle anstarren. Je länger ich hier durchlaufe, frage ich mich, wie leben die Menschen hier, wo arbeiten sie, wie wohnen sie? Das ganze Ausmaß dieses Slums realisiere ich erst, als ich mir unsere Drohnenbilder anschaue. 1 Million Menschen leben hier auf engstem Raum, eine eigene Stadt. Namaskar, Mohammed. Ich treffe Mohammed Afros. Er wohnt mit seiner Frau und 3 Kindern in dieser kleinen Hütte auf 15 Quadratmetern. Wie schwierig ist es, hier mit 5 Leuten zu leben? Es ist ein kleiner Raum, deshalb ist das schon sehr anstrengend. Aber ich kann mir kein größeres Zimmer in der Stadt leisten. Ich habe zu wenig Geld, deswegen müssen wir irgendwie damit klarkommen. Seine Frau Nikat macht gerade Popcorn für die Kinder. Sie wirkt auf mich sehr schüchtern und zurückhaltend. Ganz anders ihr 10-jähriger Sohn Musamir. Okay, so what are you learning right now? Er liest mir direkt aus seinem Englischbuch vor. It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are trying to. Das Bett der Familie wird tagsüber zum Sofa. 40 Euro bezahlen sie pro Monat für ihre Hütte. Für sie ist das viel Geld. Ich sehe in dem Raum keine Toilette. Mohammed Afros zeigt mir die sanitären Anlagen, die sämtliche Bewohner ihres Viertels nutzen. Das ist eine Gemeinschaftstoilette. Welche Regeln gibt es? Etwa 200 Leute benutzen die Toilette, besonders morgens stehen wir lange in der Schlange. Wir holen hier oft Wasser, das kostet uns nichts, aber wenn wir die Toilette benutzen, dann müssen wir 3 Rupien zahlen. Umgerechnet 5 Cent pro Toilettengang und das bei diesem hygienischen Standard. Es ist laut, ein beißender Geruch liegt in der Luft und überall türmen sich Müllberge auf. Ich kann all diese Eindrücke hier kaum verarbeiten. Außerdem gibt es kaum sauberes Wasser, erzählt mir Mohammed. Ich frage mich, wie man hier leben kann unter solchen Umständen. Wie glücklich sind Sie hier im Slum? Ich bin sehr glücklich in meinem Leben. Natürlich kämpfen wir mit Widrigkeiten, aber alles in allem geht es uns sehr gut. Ich bin wirklich zufrieden. Glücklich und zufrieden? Als Mohammed mir das erzählt, schäme ich mich fast für meine eigenen kleinen Sorgen im Leben. Mohammed schuftet 6 Tage in der Woche, 12 Stunden am Tag in dieser Rucksackfabrik. Die meisten Taschen gehen zu uns in den Westen. Auch über die harte Arbeit, bei der er 10 Euro am Tag verdient, beschwert sich Mohammed nicht. Er hat bloß einen großen Wunsch. Ich will nicht, dass meine Kinder die gleiche Arbeit wie ich machen müssen. Ich will, dass sie es einmal besser haben. Sie sollen die Chance auf eine hochwertige Ausbildung erhalten, vielleicht sogar studieren können. Nicht weit von der Fabrik entfernt liegt die Schule seiner Kinder. Knapp 1000 Schülerinnen und Schüler werden hier kostenlos und mit modernen Mitteln unterrichtet. Die Kinder wirken auf mich fröhlich, neugierig und unglaublich lernwillig. Wir versuchen die Eltern zu überreden, die Kinder nicht zum Betteln, sondern zu uns in die Schule zu schicken. Denn nur wenn die Kinder in die Schule gehen, steht ihnen noch eine erfolgreiche Zukunft bevor. Nur dann können sie ein anderes und ein besseres Leben führen. Ich merke, Mohammeds Sohn Musamil ist voll konzentriert. Seine Freude am Unterricht sehe ich ihm förmlich an. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Ich gehe sehr gerne in die Schule, weil ich hier viel lernen kann. Außerdem ist es hier so schön sauber und die Lehrer sind super. In seiner kurzen Mittagspause holt Mohammed seinen Sohn von der Schule ab. Was sind seine Träume? Was wünscht er sich für seine Familie? What's your dream for yourself and for your family? Ich will weiter ganz hart arbeiten, sodass ich irgendwann den Dharavi-Slum verlassen kann. Mein größter Traum ist, dass meine Kinder eine tolle Zukunft haben. Im Moment aber kann ich nicht mehr machen, als in der Fabrik weiterzuarbeiten. Nur so schaffen wir es, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Tag mit Mohammed Afros und seiner Familie hat mich bewegt und sehr nachdenklich gemacht. Sie beschweren sich nicht. Sie sind dankbar für das Wenige, was sie haben. Sie sind zufrieden hier. Sogar glücklich.